Bei mir geht schon wieder ab da unten. Mach doch mal Platz. Das ist ja eine Katastrophe. Bei mir ist schon wieder Stau unten. Geht's euch wenigstens alle gut? Hallo. Geht's euch gut? Ja! Ach Gott. Ich habe ja mal eine Klappe unten. Kein Wunder, aber ich denke, die lasse ich drehen, bevor mir der Gutwein wieder sieht, wie lange ich den Hob auf der Bühne brauchen darf. Dann denke ich, nachher ist es nicht. Wieso da? Aber jetzt ein bisschen. Ich habe schon eine ganz dumme Frage. Hat es da hinten Männer vom Bau, Träger der Kultur? Hä? Oder hat es da hinten bloß Studierende? Oder womöglich Leute, die nicht einmal einen Abschluss haben? Leute, die hab ich gefressen. Die, wo nur die Studierende und die, wo keinen Abschluss haben, die hab ich sowas von gefressen. Die, wo mir sagen wollen, was ich zu tun und zu lassen habe. Das stinkt mir granatemäßig. Das kann ich euch sagen. Und es wird der Tag kommen. Es wird der Tag kommen, wo die Studierende und die, wo keinen Abschluss haben, 3 Monate auf der über 70-jährige Handwerker warten müssen, dass der ins Haus kommt, um den Scheißhäusle zu richten. Das kann ich euch sagen. Ja. Weil sie es ja selber gar nicht nachbringen. Aber jetzt noch mal eine Frage. Hat es da hinten vielleicht auch einen Maurer? Frischfleisch. Hä? Wo nicht länger kann. 1:1. 1:1. Ja, wir mischen 1:1. Ich tät gern mischen mit einem jungen Maurer. Kann ich euch sagen, weil ich hab heute Mittag einen Anruf gekriegt von der Gleichstellungsbeauftragten. Im Schwabenland sieht man die Diversity-Beauftragte. Sagt die doch tatsächlich zu mir, meine Kabine auf die Scheißhäusler wäre nicht mehr EU-normgerecht, weil die non-binäre Personen wären da nicht berücksichtigt. Und ich muss jetzt sofort noch eine Kabine nachbauen. Wegen dem brauche ich einen Maurer. Und dann müssen wir an die Tier müssen wir ein Fragezeichen machen. Jetzt sofort. Aber da klotze ich natürlich nachher, wer da heute Abend noch reingeht. Das kann ich euch sagen. Das kriege ich raus und das beobachte ich. Also so naseweise bin ich allemal. Und wenn man sich einmal überlegt, den Irrsinn machen ja die viele Politiker mit. Gucke doch einmal in Sturgers Rathaus. Auf die Männertoilette, den sie Tamponautomaten montieren. Auf die Männertoilette, dann den sie ein Apparat für Hygienebeutel montieren, damit man Binden einschmeißen kann. Entsturgert auf die Männertoilette. Ja, was soll man denn da für Binden einschmeißen? Augenbände. Dass wir das Elend in den Land nicht mehr sehen. Oh. Nein. Und auch noch Cleverland nennen. Also da sage ich bloß, ha, schmeiß Hirn ran oder steu, Hauptsache du triffst. Meine Güte. Wow. Wenn man sich das alles überlegt und die Politiker, ist euch das auch schon aufgefallen, die beppen ja auf ihre Posten. Gut, da kann man gut beppen, die verdienen da mehr wie mir. Aber sollen sie beppen? Aber bei mir auf dem Scheißhäusle beppen sie jetzt auch. Die einen sind jetzt nicht gefroren, weil wir die Temperatur runterregeln müssen.
Und die andere Simpel, den sich freiwillig auf meine Klobrillen beppe. Aber ich hab einen Stau, das glaubt, oh, das ist frei, das ist nicht zum Lachen. Ich hab schon alles probiert, Enteisungsspray. Mit der Spachtel hab ich schon probiert. Dann hab ich gezogen wie Narrt. Ich hab gezogen wie Narrt. Und beim Ziehen hab ich noch gedacht, hallo Elsbeth, du bist ja auch nicht ganz blöd. Jetzt verlangst du mehr Geld. Weil wenn du die wegziehst, dann hab ich ja die automatisch wegsing dabei. Hab ich's doch, denn ich jetzt die ganze Herle an die Arschbacke wegreißt. Wo anders zahlen die dafür? Können sie bei mir auch zahlen? Gut, ich kenn's noch mit einem Föhn probieren. Aber das kostet ja was. Und wir sind ja angehalten, Energie zu sparen, überhaupt zu sparen. Wobei, ich hätte ein paar Ideen. Ich würde jetzt zum Beispiel eine Badwanne wieder füllen und dann würde ich die komplett rein einhocken lassen. Von vorne bis hinten, die ganze Familie, bis der Opa und Oma auch noch durch sind. Und dann kannst du am Schluss Badwasser abschöpfen. Dann kann der Mäke sein Heiligsblechli mit runterputzen. Zwei können Kellerstaffeln anputzen. Und Kehrwoch kann man auch noch machen. Dann hat man schon mal gespart. Und Doppelbette tät ich auch abschaffen. Keine Doppelbette mehr im Schwabenland. Dann müssen die Leute zusammendrücken. Die müssen richtig zusammenkuscheln. Und dann tät ich unter das Bett die Katze und der Hund. Und wenn dann der Hund ihn fahren lässt, Hanna wird sau warm in der Stube. Apropos, früher, gell, haben ja mir auf die Klo ein Fenster kippen dürfen. Das darfst du heute gar nicht mehr. Du sollst jetzt die dicke Luft einfangen, komprimieren und dann den direkten Weg an Biogasanlage weiterschicken. Der direkte Weg. Und glaubet an mich, wenn das so weitergeht, dann hat jeder Baden-Württemberger, wo eine gute Flatulenz hat, also eine gesunde Verdauung, wird er einen Propeller am Hintern drehen. Und dann ist Schwabenland die größte Windkraftparkanlage von ganz Deutschland. Und ich habe ja zum Beispiel mein Haus voll umgerichtet. Ich habe überall Energiesparlampen. Und in der Küche ist es besonders geschickt. Weil bis dort Lampe hell ist, weißt du gar nicht mehr, was du essen willst. Hat ist doch ideal, da hast du Kalorien gespart. Und Zeitung, die spare ich jetzt auch rein. Leider kommt doch bloß noch Horrornachrichten. Du liest doch nichts mehr Schönes in der Tageszeitung. Nur Horrornachrichten. Und mein Mann hat die Angewohnheit, schon morgens um 7 Uhr zum Kaffee trinken, die Zeitung zu lesen. Und der regt sich auf. Der steigert sich, nein, der regt sich sowas von auf über die Nachrichten, dass ich schon Angst habe, der kriegt den Herzinfarkt. Und dem Daddy wirklich einen schöneren Tod wünsche. Wie Ibra Zeitung. Naja. Aber denken wir mal da noch nicht drüber nach, weil Denken ist Arbeit. Arbeit kostet Energie. Und Energie sollen wir ja sparen. Hello! Elsbeth Gscheidle, unsere unverwüstbare Klofrau. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen vorstellen, Birgit Pfeiffer vom Backnanger Karnevalclub.